Die Abstimmung verlief eigentlich ohne große Überraschungen. Allerdings die Tatsache, wie groß die Sicherheitsvorkehrungen waren, wirft ein Schlaglicht auf das Amerika, das gespaltene Amerika. Es geht um die Abstimmung der Wahlmänner und Frauen, die den Sieg des Demokraten Joe Biden am Montag offiziell gemacht haben. Insgesamt hat Joe Biden 306 Wahlmännerstimmen erhalten. Donald Trump, sein republikanischer Rivale, 232. Ironischerweise ist das genau das gleiche Ergebnis, mit dem Donald Trump vor 4 Jahren gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Allerdings viele dieser Abstimmungen des Wahlmännerkollegiums in den einzelnen Bundesstaaten fanden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt, darunter besonders in Michigan. Dort wurde die Legislature, das Landesparlament, sogar geschlossen wegen ernsthafter Bedrohungen durch Milizen. Milizen sind in Michigan besonders aktiv. Es flog zuletzt sogar ein Komplott auf, bei dem die Gouverneurin des Staates Michigan entführt hätte werden sollen. Große Sicherheitsmaßnahmen gab es auch in Arizona. Dort fand die Wahlmännerabstimmung an einem unbekannten Ort statt, ein Ort, dessen Location, Örtlichkeit nicht erwähnt wurde, ebenfalls wegen Sicherheitsbedenken. Klar ist hingegen, Joe Biden wird am 20. Jänner angelobt werden vor dem Kapitol. Es fehlt jetzt nur mehr die offizielle Bestätigung des Kongresses, des Wahlmännerkollegiums Votums, das jetzt unter Dach und Fach ist. Donald Trump muss sich endlich mit der Niederlage anfreunden. Er hat dazu allerdings noch keine Lust. Die ganze Nacht über hat er weiter getwittert über einen angeblichen Wahlbetrug. Doch auch immer mehr Republikaner stellen sich jetzt auf die Seite von Joe Biden, gratulieren dem Demokraten. Es ist eigentlich gelaufen für Donald Trump, und Joe Biden hat den Amtsinhaber heftig kritisiert in einer Rede, als er sagte, Donald Trump würde die Demokratie unterminieren mit seiner Weigerung, die Realität anzuerkennen.